möglich steht am Plan, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Dann natürlich hoffentlich auch einmal einen Sieg in der Formel 3, meinen ersten Sieg. Und versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Das ist das Wichtigste. Ja, also ich habe den Niki zweimal getroffen, einmal in Sochi und einmal so bei der Novomatic, weil dort so ein riesiges Event war und da war er auch da dort. Und ja, ich muss sagen, echt ein cooler Typ. Also ich habe ihn das erste Mal gesehen in Sochi, da bin ich gestanden und mich hat von hinten er berührt und angetippt und ich habe dann mich umgedreht und habe ihn dann gesehen und da ist mir dann mal kurz die Luft ausgegangen und... Ja, also ich bin jetzt das erste Mal da. Ich muss sagen, also Niki Lauda war für mich immer so eine coole Socke, also wie er das gemacht hat, wie er sich das auf die Beine gestellt hat, ist schon echt toll. Also ich glaube nicht, dass das jeder einfach so geschafft hätte, wie er das gemacht hat, weil seine Eltern und seine Familie den nicht ganz so unterstützt. Und er musste sich das ja alles selber irgendwie finanzieren. Ging dann auch auf Schulden in seinem ersten Jahr, dass er in die Formel 1 kommt und wie man sieht, da auch schon immer schon cool drauf gewesen. Das Bild ist echt. Kennst du das? Mm-mm. Weißt du, wo das ist? Mm-mm. Was glaubst du? Ich glaube, das ist Nordschleife, oder? Richtig. Ja. Das finde ich ist auch ein echt spezielles Bild, weil das Rennen, das war das Rennen, wo es um seine Meisterschaft ging, wo er dann leider um einen Punkt verlor, weil er derjenige war, der aufgegeben hat, also aufgegeben hat, aufgehört, der hat das Rennen beendet, weil er es zu gefährlich fand und ich fand das auch echt cool, so eine Entscheidung, weil... Das ist nicht das Bild, das ist Österreich-Ring. Nein. Ja? Nein. Das ist der Österreich-Ring, ja. Das ist der Österreich-Ring? Das ist er ausgefallen. Da hat er ist das nicht das mit dem... Nein, das ist nicht Fuji. Ja, das schneiden wir dann mal raus, glaube ich. Weiter, das ist auch noch cool mit James Hunt, den fand ich auch extrem cool. Ich glaube, ziemlich jeder Österreicher hat den Film gesehen mit den beiden. Ich fand das schon cool, wie das verfilmt worden ist und wie die beiden so waren. Komplett unterschiedliche Persönlichkeiten, aber beide haben sich gut verstanden. Das war schon echt, das ist echt schon cool zu sehen, dass sich Rennfahrer, vor allem die beiden, so gut verstanden haben. Toll, wie er mich da gefragt hat über meine Saison und wie es weitergeht. Und hast du das Bild was? Nein, auch nicht. Was glaubst du, was das ist? Das schaut echt, puh, das schaut aus wie der Red Bull Ring, finde ich. Ja. Das ist auch. Ja. Und zwar 1984, da hat er deinen einzigen Heimsieg gemacht. Und ganz Österreich und speziell die Fans waren aus dem Häuschen. Man sieht es auch an der Boxenmauer. Nein, da war echt. Wie schon alle drumstehen, ja. Er war schon echt eine coole Socke. Also.
für dich? Was gefällt dir, was würdest du von ihm auch so ähnlich machen oder was würdest du gern mitnehmen? Ich glaube, dass ich, wenn ich was gleich machen könnte wie er, dann die technische Seite. Er war immer sehr genau und hat immer genau gewusst, was er am Auto ändern muss, dass es besser ist. Und ich finde auch, er hat eine coole Ebene zu den Ingenieuren und zum ganzen Team hergestellt. Wie siehst du deine Zukunft? Applaus für den Top-Swing-Trophy ist now being presented by Mr. Peter Quicken und Muslim Masterclub for the Third-Place-Driver Lukas Thuna. Yeah, dass ich vielleicht Werksfahrer werden kann, eventuell DTM. Und was das allergrößte Ziel wäre, wäre natürlich die Formel 1. Also das wäre schon so ein großes Ziel für mich. Ist das dein Traum, in die Formel 1 zu kommen? Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Also seit ich klein bin, schaue ich Formel 1 oder generell im Motorsport. Alles, was es gibt, habe ich geschaut. Ich habe mit meinem Opa Motocross-Rennen schauen. Also schon seit ich klein war, hat mich Motorsport fasziniert und vor allem die Formel 1. War auch mit schon jungen Jahren auf ein paar Formel 1-Rennen und ich war immer bis zum Schluss dort und konnte nichts auslassen. Und von daher ist das mein großer Traum, mal die Formel 1 zu kommen. Schau mal, wer auf dich da wartet. Hallo Lukas. Servus. Ein besonderer Grand Prix für dich, den Heim Grand Prix. Ich darf dir einen Helm überreichen mit deinem Hauptsponsor von Arai, mit deinen Lackierungen, mit deinen Farben und mit den Farben von Niki Lauda. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke vielmals. Ich wünsche dir den Sieg, ich wünsche dir ein Podium, ich wünsche dir eine erfolgreiche Zukunft. Und hier haben wir noch ein paar Giveaways für deine Fans, wenn du sie handsignierst, dann werden sich die Fans sicher freuen. Danke vielmals. Ich werde das ganze Wochenende bei dir sein, werde dir zuschauen und hoffe, dass ich applaudieren kann. Hoffentlich, danke. Danke dir. Und dann natürlich im Rennen, das war ein Wahnsinn. Also Runde 1, Kurve 1 von außen, Kurve 2 von außen, Kurve 3 dann innen reingestochen und auf einmal war ich Fünfter und ich habe nicht mehr gewusst, wo ich bin, weil auf einmal Safety Car war und Ding und dann bin ich drei Runden weitergefahren und auf einmal sehe ich, dass ich Dritter bin und das war dann natürlich schon echt cool. Der Glücksbringer hat es offensichtlich richtig geschafft für dich, oder? Ja, der Helm war auf jeden Fall sicher ein guter Punkt und ein guter Glücksbringer für mich. Ich glaube, den werde ich jetzt jedes Rennen benutzen. Alles Gute weiterhin. Ziel ist es, bereit zu sein. Danke vielmals. Danke. Herzlich willkommen.